Die spannende Saison 2013-2014 mit ihrem Wahnsinnsfinale am 34. Spieltag ist kaum vorbei, schon blicken wir zurück. Wer war in dieser Saison der stärkste Spieler, der beste Torschütze und welcher Torhüter lieferte die spektakulärsten Paraden? Den Anfang macht Andi Schmid. Der Spielmacher der Löwen wurde von den Trainern und Managern der DKB Handball-Bundesliga mit deutlichem Abstand zum Spieler der Saison gewählt. Seine Statistik spricht Bände. Schmid überstand die Saison verletzungsfrei und lief 34 Mal für die Löwen auf. Dabei erzielte er 161 Tore, verbrachte nur 4 Strafminuten auf der Bank und verblüffte neben seinen eigenen Treffern immer wieder durch atemberaubende Zuspiele. 248 Tore, das ist der Wert, der Marco Wuyin diese Saison zum Torschützenkönig machte. Der Kieler Rückraumshooter legte über die gesamte Saison eine konstant starke Form an den Tag und erzielte auch im letzten und alles entscheidenden Saisonspiel nochmal 6 Treffer. Für viele ein Topwert, für Wuyin allerdings unter seinem Schnitt, der sich mit 7,2 Toren pro Spiel definitiv sehen lassen kann. Niklas Landin ist der Torhüter der Saison. Der Däne verwies Vorjahressieger Mathias Andersson auf Platz 2. In 34 Spielen brachte es der 25-Jährige auf 507 Paraden. Das ergibt zwar einen famosen Schnitt von 14,9 pro Spiel, es hätten für Landin aber sicher noch 3 mehr sein dürfen, um den THW Kiel im Titelrennen doch noch in Schach zu halten. Trotzdem, 36% gehaltene Würfe, berechtigterweise ist der Rhein-Neckar-Löwe der Torhüter der Saison.